Ja, hallo, ja zu, was ist das eigentlich? Ich spiele einfach mit O-Saft früh morgens um 8 Uhr, nachdem wir natürlich die ganze Nacht geschlafen haben. Paar Modi auf dem Bergwerk-Lab-Server und kein anderer ist auf dem Server, deswegen sind alle Modi 1 gegen 1. Viel Spaß! Also, ich glaube, es ist keine gute Uhrzeit für Minecraft-Server. Ich glaube, wir finden keine Gegner. Na, wir haben doch, wir sind doch selber Gegner. Ich dachte, wir machen 1v1, wie ist mit Team erlaubt? Das ist echt kein, nicht so spannend in diesem Spielmodus, oder? Ja, doch. Okay. 1v1 mit Teams erlaubt. Ja, es gibt hier jetzt ein Schneckchenmodul, Osaft. Hä? Inwiefern? Weißt du, wie Tri-Jump funktioniert? Ja, man hüpft. Wer erster da Genau. ist, gewinnt. Nee, man Weil der hüpft. besseres Gear kriegt. Genau, der kriegt besseres Gear. Und es besteht quasi aus Modulen. Und manche Module davon sind nach YouTubern gestaltet. Alter, Sonic, der Ja, jetzt aber langsam Sonic. Ja, YouTuber. manche habe ich gesagt. Guck, das ist hier so ein Sonic-Level. Oh Gott, ich habe es nicht geschafft, Ursaft. Oh Oh, ich hab's auch nee. nicht geschafft. Ich fall wieder runter. Das ist nicht der beste Moment, muss ich sagen. Für. Oh Gott, bin ich irgendwie schneller hier? Nee, eigentlich nicht. Oh. Hast du deinen Pfaff hochgestellt? Ursaft? Nö. Guck mal, da sind ganz viele Ringe. Über die ich drüber springen. Wow, und rechts siehst du eine Liste. Du bist gerade bei 6%. Guck mal. Und immer wenn du weiter vorläufst, kriegst du ein bisschen mehr Prozente. Cool, oder? Und wenn du runter Alter. erreichst, dann ist es fertig. Oh Gott, oder oh, ich wäre fast über die Plattform gefallen. Guck mal, wir sind fast beieinander. Wir sind jetzt in Tatooine. Tatooine, Tatooine. Moderado, Star Ja, sag ich doch. Ach, das war der Planet, den Wars. muss ich Und warte, du hast kennen. gar. Nimmst du jetzt eigentlich auf? Weil du Ja, nicht, weil du gar hallo. keine Begrüßung aufgenommen hast, Ja, ich habe Moderado. gedacht, die brauchen wir nicht. Unsere Aber Unterhaltung Moderado, war doch schön. was ist denn Ender Games Hallo, ohne. liebe Leute, und herzlich willkommen zu Twitch Jump zusammen mit O-Saft. Ja! Ja! Ich war live dabei. Ach, Leute. Moderado live. Wir haben Hex. gerade richtig früh. Wir haben auch richtig viel geschlafen Ja, heute Nacht. wir haben wirklich früh. Ne, wir haben früh. Ich sage ja auch Aber gar irgendwie habe nichts. ich mich verirrt. Nein, Sprungskills sind auch dementsprechend gut. Habe ich gerade das Gefühl. Gerade erst aufgestanden. Ja. Ach man, ich war so weit und bin wieder runtergeplumpst. Okay. Ja, aber, oh Mordado, jetzt habe ich ja gerade genau genügend Reichweite eigentlich hier. Oh Gott, mein Wecker, Ja, Mordado. Osa, also Moment, stopp, ich muss meinen Wecker du bist ausmachen. ohne Wecker aufgewacht? Okay, warte, ich bleib hier stehen. Habe ich das denn gemacht? Weiß ich nicht. Nee, ich muss eigentlich stolz verkünden, dass ich jetzt doch in LOL endlich Bronze 1 bin. Bin jetzt unter den Top-Bronze-Spielern, Leute. Wann hast denn du das geschafft, in diese High-Elo zu kommen? Ja, fast im Schlaf, Was Mordado. im Schlaf? Etwa in den letzten 3 bis 4 Stunden, Ursaft? Obwohl, so lange war es nicht, ja, zwei Ja, Stunden. stimmt. Nein! Wie steigt man denn im Schlaf Elo auf? Ja, man muss ganz fest dran glauben. Weil es ist echt eine Glaubensfrage, glaube ich. Glaube ich. Ach man. Oh nein, 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 Oh, nein. ich bin runtergejumpt. Ich krieg den letzten, die blöden Dia-Block einfach nicht, Mordado. Diablock? Wo bist du gerade? Na, immer noch bei der Melone. Ach so, da gab es einen Diablock? Ja, am Ende halt der letzte Block. Oh, ich bin hier runtergefallen. Ich bin gerade bei einer Schneeflocke, Osaf, die ist Eis. Wir sind aber schon weit vorne. Da. Bin meiner Zeit ein bisschen voraus. Ja, Oh, Osaf, was sind jetzt deine nächsten Pläne, nachdem du Bronze 1 bist in LoL? eigentlich Bronze bleiben. Na, Bronze 1, da ist man ja quasi schon Challenger, ist die Sache. Wenn man Silber kommt, steigt man Oh. ja quasi wieder ab. Da steht ja wieder eine 5 davor. Ja, das ist das Problem. Ich bin nämlich Veteran in der Bronze-Elo. Steht bei mir. Oh Gott, Okay. warum. Das ist denn alles so scheiße hier mal da. Oh, nee. Puh, Paluten prankt mich gerade ein bisschen, Ursaft. Ach, gibt's auch ein Ja, Palle-Thema? ich bin hier gerade bei Paluten. Palle? Hier ist Edgar. Es ist Palutenschwein. Und wem gehört das Schneeflockenthema? Ich glaube, dem Winter. Herr Winter. Mein erster Klassenlehrer in der ersten Klasse Dies hieß Winter. Herr Herbst. Ach so, ja, Mann, wir haben hier eine Straße, in der Straße irgendjemand wohnt, der heißt Sommer mit Nachnamen. Aber ich habe die Person noch nie gesehen.
Hast du sein... Hä? Woher weißt du das dann? Na, früher bei St. Martin war da. Ist er noch immer klingeln gegangen und hat gesungen. Das war doch an was anderes als St. Martin. Nee, St. Martin. Oh, nee, Mann, was ist denn hier für Spinnennetze? St. Martin ist man auch Laterne laufen gegangen. Ja, und hat an den Häusern gesungen. Bei uns gab es noch mal einen eigenen Tag. Das ist irgendwie pro Region gibt es immer so unterschiedliche Bräuche, wann man dieses wann man singt macht. Und wann nicht. Ja, richtig. Was war das? Das war irgendwann um hier, wie heißt dieser Feiertag? Das mit Christi-Fahrt? Achso, was? Nein, das oder? Richtig, doch, das war irgendwo um Pfingsten irgendwann bei uns. Richtig. Echt? Merkwürdig. Aber das war auch nur hier in so den umliegenden Dörfern. Wenn man weiter weggegangen ist, dann wohnt wieder niemand. Die hatten dann was anderes. Ja, dann also, oder wir wohnen ja hier auch in einer Schwarzwaldregion. Hier sind alle ein bisschen verrückt. Alle ein bisschen Baller, weißt du? Ja, ja. Muss ja, sagen, mittlerweile habe ich wieder einen richtig schönen Wortschatz, muss ich sagen, Modano. Baller, Kitten, weißt du? Donnern, Modano. Donnern sag ich auch echt gern. Donnern? Ja. Oh, ich bin runtergefallen, Ose. Modano, ich fall die ganze Zeit schon runter. Ich bin immer noch in der Mine. Das ist gerade eine Mine? Ja. Hab sie vergessen. Boah, Edgar, Maudado. Guck mal, Osef, du bekommst wenigstens noch mit, was los ist. Ja, aber dann, warum denn nicht? Wo ist das Problem? Ja, ich weiß nicht. Anscheinend zieht alles immer an mir so schnell vorbei und es ist gar nicht mehr schön. Ich genieße es gar nicht mehr. Warum genießt du denn nicht, Maudado? Du musst doch hier jeden Block eigentlich inhalieren. Ja. Oh Gott, warum hast du das Ziel erreicht? Ist jetzt Ende für mich? Ja, ist es Ende. Oh Gott, Mann, ich bin bei Unit 5. Du bist in der Elo-Hölle, Ostern. In der Tri-Jump-Elo-Hölle. Jetzt kann ich hier Dinge kaufen. Jetzt kannst du Dinge kaufen. Was kaufe ich denn? Na, soll ich irgendwas Lustiges kaufen? Du hast 650 Punkte. Oder hast du schon was gekauft? Nee, 650 habe ich. Okay, wir müssen es ja auch irgendwie fair gestalten. Ostern, kauf dir mal was. Oh Gott, Mann, ich kaufe mir das. Ich glaube, ich kaufe mir auf jeden Fall das, wenn du dabei bist. Dann kaufe ich mir das. Oh, extra Herzen. Dafür hast du doch kein Geld. Ich habe mir ein extra Herz gekauft, Maldado. Okay. Oh, ein Steak. Warte. Und das hier. So. Was für Rüstung hast du? Dann kaufe ich mir ungefähr die gleiche. Also Full Leder bin ich und Full Holz. Full Leder? Oh, ich habe jetzt ein Eisenschwert gekauft, Osat. Was? Ich habe gedacht, du holst dir ein Eisenschwert wenigstens. Wovon soll ich mir das denn leisten? Also ich kann mir noch ein Holzschwert. Oder ich meine, ich bin ja schon gut geschwungen. Soll ich mir ein Steinschwert gönnen oder ist es unfair? Malado, ich würde sagen, das ist unfair. Okay, warte, dann kaufe ich. Das ist Tryhard, Malado. Ja. Okay, ich kaufe mir stattdessen Goldäpfel, okay? Zwei Stück. Statt ein extra Herz. Kann ich jetzt schon einfach nicht das Battle jetzt starten? Oh, warte, und dann mache ich was richtig Funniges, Ursaft. Das ist überhaupt nicht fun, weißt du? Das ist richtig. Ich rieche einfach schon förmlich nach dem Tryhard. Warte. Ich rieche den Tryhard. Ich habe nicht mal fertig gekauft, Ursaft. Ich habe nicht mal Essen. Perfekt. Das heißt, ich muss einfach nur hinauszögern. Nee, wenn ich nicht renne und nicht kämpfe, dann verliere ich ja keinen Hunger. Ja, doch ein bisschen. Nee, im Licht nicht. Solange die Sonne nicht untergeht, kriege ich nichts. Du hast keine Photosynthese, du. Nein, das ist aber in Minecraft so. Seit der 1.8 verliert man nur verliert der Dunkelheit Hunger. Verliert man Nachthunger? Ja, also man verliert halt generell keinen Hunger, wenn man sich nicht bewegt und halt nichts abbaut, etc. Aber nachts, wenn man im Dunkeln steht. Also wenn man im Dunkeln steht und sich nicht bewegt, dann verliert man Hunger. Aber wenn man beispielsweise eine Lampe anhat, dann verliert man nichts mehr, oder was? Ja genau, wenn wir eine Fackel nehmen. Malado, das ist überhaupt nicht fun, dieser Damage-Dank, weißt du? Sicher? Willst du ihn nicht ausprobieren? Zack. Ja, komm, Malado. Also ich hoffe, dass ihr selber Schaden habt. Ja, hab ich auch. Oh Gott. Okay, Malado, jetzt gehe ich nämlich weg. Okay. Oh, Surf, ich kann auch mein Eisenschwert... Du hast auch Heiltränke! Ist es ein Prank? Das war Alter, geh gegen die Röhre! Gomme! Nein, das hätte ich nicht von dir gedacht! Ey, wie spawn? Ja, aber du hast drei Leben, Osaft. Und warum sind meine Heiltränke jetzt weg? Ja, weil du die benutzt hast. Das heißt, wenn ich jetzt mein Schwert benutze, Maudado, ist es dann auch... Ja, klar. Warte, guck mal, Osaft, was ich gekauft habe.
Oh nein, 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 nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Ich hasse Verhungere. Das ist so scheiße. Verhunger doch einfach. Oh nee, er hat einen Hit gelandet. Oh Gott, oh Gott. Oh. Nein! Puh. Okay, Ursaft. Warte. Hihi. Hihi. Und turn around. Oh, oh. Ich glaube, du kriegst mich vielleicht. Oh, doch nicht. Oder doch? Oh Gott, das ist knapp. Oh. Nein! Ja, gut, mein Name lautet nun Ursaft Banane. Oh nein! Warum? Hallo, Hallo? Ich bin frei. Ursaft, jetzt müssen wir nicht mehr kämpfen. Was machen wir denn jetzt noch? Das war ja nicht mal 4 Minuten gefühlt. Ich habe mir viel länger vorbereitet, weil ich die Sprünge nicht geschafft habe. Komm, machen wir noch ein Bedwars-Duell, okay? Warte. Ach, Mann, da können wir nicht Flash spielen. Oh nee, nee, das war das schreckliche Jump'n'Run, ne? Ich wollte gerade fragen, bist du sicher? Was ist denn Trials? Das hört sich irgendwie. Guck mal, wie der aussieht, Ursaft. Birch Forest? Nee, es ist bestimmt scheiße. No, ich habe dir eine Party-Einladung geschickt. Machen wir nicht 1v1 wie Survival Games. Sollen wir 1 gegen 1 Survival Games machen? Ja, Survival Games finde ich cooler. Okay. Guck mal, da sehe ich mich. Ja, neben ich dir. Mich. Guck mal, wenn ich dich jetzt da hinstelle. Guck mal, da ich pose. Oh, hallo. Mach einen Screen. Ich habe einen Screen von dir mit mir gemacht. Alter, ist das die Zukunft? Ja, wahrscheinlich. Okay, mal da Map Aztec. Ist das die CSGO-Map? Kann sein. Die oder haben ja, die haben mit Map oder allgemein gespielt, oder? Ist das die wie man die CS? Ja, ja, das ist die CS-Map. Ach, hier wurde ich bestimmt schon mal umgebracht von Manu. Oder? Ja, gibt's ja, das ist die 100 Pro. Ja. Okay, Osa, was hast denn du krasses? Also, ich hab eine Hose. Okay, hast du eine Waffe? Und eine Hose. Ein Sniper oder sowas? Ein Sniper habe ich. Okay, ziemlich krass. Krass equipped, Osa. Ja, ich gönn mir hart. Okay. Wo kann man hier craften? Ich glaube nicht. Warte, warum willst du craften, Osa? Einfach so. Okay. Bedeutet, du hast etwas, mit dem sich craften lohnen würde? Ja. Oh, und ich sag, haben wir ja immer auf dem Berg, auf dem Gomme, haben wir ja auch 1 gegen 1 Survival gespielt und zweimal der Modus, wo du gewonnen hast. Hallo, Osa. Hallo Mordado! Ich bin Camper! Ui! Oh. Ach man! Oh, oh! Genau, Alter, diese Kombo! Diese Kombo! Was war das denn? Was war das denn? Das war mein Ping, Ursaf, das war mein Ping! Alter, eine Dreier- oder Vierer-Kombo war das! Davor hast du mich aber auch dreimal oder so getroffen, oder dass ich dich getroffen hab. Ja, Mordado, aber da bin ich auch ausgewichen, weißt du? Gedodged. Ja, ich vielleicht auch. Immer da. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt einfach 1v1 wie Action. Nein. Sicher? Ja. Okay. Ja. Oh, mindestens 4. Moment. Nee, hab. Oh, achso. Nee, geht nicht. Nee, kann dann nicht starten. Hab. Guck mal, da bist du, Osa. Ich will ja nichts sagen, Mann. Die Bad Wars sind mir einfach zu neumodisch, weißt du? Ich als erfahrener Minecraft-Hase. Ja, Osa, ich bin auch kein Bad Wars-Fan, muss ich sagen. Aber. Hat er doch vor allem so eine Tryhard-Map, Mann. Du weißt, die Train Station steht doch schon für Tryhard. Du besser Tryhard-Station. Ich hab die davor noch nie gesehen, Osa, weil ich so oft Bad Wars spiele. Aber wo ist hier das Kupfer, Osa? Ja, Mann, das frage ich mich nämlich gerade auch. Und wo ist überhaupt der Shop? Oh, der Shop ist beim Kupfer, Osa. Und wo ist das Kupfer? Das ist, guck mal, bei deiner Station hast du 2 Eingänge, wenn du es von draußen beachtest. Einen von rechts, einen von links. Links ist das Eisen und rechts, tja, was wird da wohl sein? Nee, umgekehrt. Obwohl. Hä? Geh einfach aus deinem Haus raus. Ja, bin ich doch. Andere Tür. Da ist noch eine andere Tür. Zu den Tickets. Ah, hä? Nee, bin ich wieder in die gleiche Tür reingelaufen. Ich find's nicht. Ach, da. Das ist eine doofe Map. Bin ich ein bisschen groß für 1v1vs? Ja, keine Ahnung. Also ich habe hier 1 gegen 1 ausgewählt. Das wird schon gebalanced sein vom Bergwerk Labs Team, nehme ich einfach mal an. Oder was, wenn es nicht gebalanced ist? Ist einfach, dass noch niemand was davon weiß, dass es nicht gebalanced ist. Okay, gewagte Behauptung. Kannst du igeln?
Nee. Ich auch nicht. Ich bin Team Pink. Rosa. Ich bin Team Rosa. Ich bin Team Hellblau, Maudado. Das ist meine Farbe. Nämlich normales Blau hat mir nicht gereicht. Okay. Sehr deswegen bin ich jetzt Mr. Hellblau. Irgendwie finde ich ihn ein bisschen komisch, Rosa. Nicht nur du, Maudado. warum habe ich mir... Ich bin noch behindert, Maudado, weißt du? Nein, Ursaft. Bist du nicht? Doch. Mach dir keine Sorgen. Hä? Okay. Was ist das eigentlich für ein blöder Bahnhof? Der einfach nur... Der Bahnhof ist richtig dumm. Okay. Guck mal, der Zug kann irgendwo weiterfahren. Der hängt fest. Okay, der Zug ist dumm. Ich glaub schon. Nicht nett, so eine Aussage. Maudado. Ja? Ich will ja nicht sagen, aber ich muss gleich noch zum Friseur und ich bin einfach todmüde. Hä, warum das? Du hast doch geschlafen. Willst du aber sagen, du hast nicht geschlafen? Oh, ich hab geschlafen. Und Maudado, okay. Töte mich bitte nicht. Warum? Weiß ich nicht, weil das unfair wäre. Okay. Soll ich dir was kaufen, Rosa? Ja, oh Gott, Maudado, oh Gott. Was ist? Ich bin auf die Gleise gestürzt. Guck mal. Ach, in der Mitte? Ja. Warte mal. Jetzt der Zug? Der Zug in Richtung Heilanstalt verspätet sich um 27 Minuten. Da ist kein Zug. Was hier Bergwerk Lebsbahn, Maudado. So, ich muss sagen, grundsätzlich der Zug sieht hübsch aus. Ja, das ist ein hübscher, ist ein ICE, oder? Weiß nicht, du kennst dich da noch aus, oder? Ja, ich glaube, aber so sieht kein ICE aus. Okay. So eckig mit Klötzen. Weiß nicht. Vor allem aus Quarz, Maudado. Und mit Ambossen unten. Ich weiß ja nicht. Die Technik, Rosa, von heute. Da ist alles möglich. Hallo, Maudado. Hallo. Da oben das Jolt? Oder wo ist das nicht Jolt eigentlich hier? Gibt's hier überhaupt Jolt? Ich weiß ja nicht mehr, wo das Bett ist. Wo ist denn das Bett, Rosa? Ah, da. Ich wollte mich ein bisschen informieren über die Bettposition. Das hat sich aus älteren Spielen ergeben. Das ist eine ganz gute Idee. So, warte, dann machen wir zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann, Ursa, würde ich kommen und töte ich jetzt. Ja, ich komme auch. Ich sehe das, Ursa. Geh hier runter. Nein, warte, was ist das denn? Wieder schon wieder. Ich komme wohl nicht hier weg. Was ist denn das gewesen? Ja, der blöde Doktor Bevente. C98, wenn ich bitten darf, ja? Hallo, ich komme. Geh noch. Okay, dann schütte ich ganz kurz für dich. Das Gold ist außerdem im Zug, hast du das vorhin entdeckt? Nee. Einfach wo bist denn du? Durchlaufen. Ja, hallo. Okay, Rosa, ich habe ja gelernt, ich habe in den Endergames gelernt, in den Bedwars gelernt. Hä, wo bist du? Hä? Ursaft? Das ist ja heimlich. Was ist denn? Wo bist denn du? Ursaft? Ja, ich bin doch noch da! Ah, Troll! Nein, nein! Oh nein! Get back. Ach Mann! Ich hätte. Das war frech, Ursaf, das ist schon klar, gell? War schon ein Prank. War schon ein kleiner Prank. Ich hab echt gedacht, dass du plötzlich unsichtbar geworden wärst oder rumglitscht. Ja, Maudado, genau. Ich und unsichtbar. Ja, ich und unsichtbar. Niemals. Nee. Never ever, Maudado. Oh, Ursaf, machst du jetzt einen Counter-Attack? Ach, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mehr Trust, wenn ich bitten darf. Ich hasse Rust. Rust. Ach, Leute, unsere Rust-Erfahrung war, wir hatten richtig viel Spaß in Rust und haben als fremde Spieler getroffen, haben aber nie wirklich angegriffen und dann irgendwann ist mal wieder jemand an unserer Basis vorbeigekommen und dem haben wir Sachen geschenkt, wisst ihr? Und wisst ihr, was sein Dank war? Hex! Nein! Nein, 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 nein! Türe zu! Nein, 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 geh weg!
Was geht, Manado? Mann, dieser blöde Bogen, weißt du, Osaft? Ja, richtig gemein. Mit dem hast du nicht gerechnet, ne? Ich wollte ihn gar nicht wahrhaben. Ich wusste ja, dass die Möglichkeit existiert. Dann habe ich aber gedacht, nein, sowas würde Osaft nicht benutzen. So schlau bin ich gar nicht. Dachtest du, aha, Manado, hast du mich also gerade indirekt als dumm bezeichnet? Ich habe gedacht, sowas würde der echte Osaft niemals verwenden. Und dann hat er es doch getan. So, Manado, das wird sich jetzt erstmal ziehen, die Runde, weil jetzt bin ich gefeedet. Ach Mann, heißt du gehst die Camp-Taktik? Ja, ich gehe voll auf Camp-Kurs. Camp-Kurs? Ja. Gut. Nee, Manado, das wäre ja langweilig eigentlich. Ich bin ja nicht so eine arme Seele. Eine Camp-Seele? Ja, bin ich nicht. Ui. Oh, Manado. Ja. Was ist? Nein, nein, nicht mein Bett abbauen, bitte. Wo gehst du überhaupt zu deinem Bett? Nein, nein, nein. Was ist? Du sagst nicht, dann kommt die Treppe nicht. Oh nein, du gehst bestimmt gerade auf meine Seite. verdammt. Was mache ich jetzt? Osaf, was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Wo ist das Bett überhaupt? Ja, perfekt. Gab's nicht irgendwas, so ein Rückkehrding? Osaft? Wo ist denn das blöde Bett? Wo gab's nicht so ein Rückkehrpulver im Bett? Und du blöder Tryhard, hast du sogar noch eingebaut! Ja genau! Tryhard! Ich hab nur nach meinem Bett gesucht, dann habe ich gedacht, hey, das ist ja eingebaut. Das kann ich doch auch direkt einbauen. So, Osaft, okay. Du hast Pfeil und Bogen, ich will mal nicht zu dir, sage ich jetzt einfach mal. Warum nicht, Mann? Oder hast du mich? Nee, nur deinen Bogen. Wenn du den wegwirfst in den Abgrund, dann komm. Okay, Manado, weißt du was? Warte kurz. Nein, 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 tu's nicht, Osaft. Nein, nein, ich werf den weg, Manado. Ich weiß nicht, ob du es jetzt wirklich getan hast. Doch, ich schmeiß den wirklich den Abgrund entlang hier. Also, du hast mich heute schon mal geprankt. Manado, ich prank dich doch nicht. Niemals. Manado, weißt du, du kannst Zeuge werden, okay? Ich soll Zeuge werden? Ja. Okay, warte. So, Manado, warte, wir treffen uns. Oh, Manado, ich hab die Idee. Wir treffen uns oben in der Mitte auf dem Dach von dem komischen Ding. Und dann machen wir ein 1v1 wie Manado. Aber nicht zu krass equippen. Du hast doch das ganze Gold, nicht ich. Manado. Ja, ich hab doch nichts vom Gold gekauft, außer okay. Pfeile und einen Bogen. Oh Gott. So, Manado. Nein, nein, Manado, ich bin. Guck, warte. Ich hab auch einen Bogen. Okay, Manado. Manado. Ich schmeiß hinten ins Nichts. Ja, Manado, ich wollte das doch oben machen. Das hast du schon zu früh runtergeschmissen, weißt du, Manado? Ich bin oben auf dem Dach. Wie sagt Manado? Guck, Manado, hier. Okay, guck, okay, siehst du mich? Okay. Ich sehe dich. Ich sehe dich. So, Manado, das ist mein Bogen. Guck. Ich habe zwar nichts gesehen, weil du viel zu weit weg bist, aber ich glaube mal, okay. Du hast ihn weggebracht. So, los geht's, Manado. Okay, okay. Ich habe einen Stick. Alter, nein, Manado. Und eine Wand. Hä? Wo ist der hin? Ich hab's weggeschlagen, Alter. Was? Geh da runter. Was ist das denn? Oh nee, nee! Hab ich jetzt gewonnen? Nein, das glaube ich gewonnen! Nein, Team Rosa hat gewonnen! Ich hab. Ja! Nein! Der Fallschaden hat mich gefinisht, Manado. Ich habe aber denselben Fallschaden bekommen wie du. Ja, Manado, aber ich habe davor noch einen Schlag gekriegt, weißt du? Ein Auto-Attack. Okay, gut. Schaut bei Osa vorbei, war alles sehr merkwürdig, muss ich sagen. Auf mich! Ja, irgendwie irgendwo schon. Ja, irgendwo schon. Genau wie Osaft Videos auf seinem Kanal. Haha, ja. Schaut vorbei. Tschüss. Gute Nacht.